Herzlich willkommen zu meiner Folge auch gerade auf dem Marsch. Wir suchen aktuell, danke fürs Reinschauen, für an alle Zuschauer und Abonnenten, auch danke fürs Abonnieren. Wir suchen aktuell eine Fabrik, nennt sich Heutrocknung. Da haben wir das schon, das Geld haben wir übrig, weil wir machen gerade Gras auf Schwatt, aber das Problem ist, der meldet Regen. Das heißt, Regen ist schlecht. Hier oben hätten wir noch Platz. Aber dann könnten wir eine Straße reinfahren und durchfahren und dann gleich wieder zurück. Wäre eine Möglichkeit. Da vorne ist nicht viel Platz. Da haben wir schon. Wäre auch Platz. Dann könnte man da rein und da rum und dann. Aber wieder bin ich eher der Meinung, da könnte man auch einen Stall erstellen oder zwei Weinstelle oder so. Dann könnten wir Heutrocknung hier reinpacken. Ein bisschen drehen. Vom Weg da oben rein, dann machen wir eine Brücke. Den Kram schütten wir ein bisschen zu. So ungefähr. Fahren wir da am Weg rein, das zeigt mal so, ne? Vom Weg von da reinfahren, dann da durch. Oder wir drehen gleich komplett, mal sehen. Dass wir dann von oben vom Weg reinkommen, dann durchfahren. Ein bisschen wie uns hinten drehen. Die Halle ein bisschen drehen und so ein bisschen zur Flucht anpassen. Ja, so ungefähr. Dass wir da ein bisschen Platz lassen. Oben lieber noch nichts, ne? Und da rein, darüber. Ah, das passt schon so. Gut. Das sieht gut aus. Jetzt werden wir mal gleich ein bisschen planieren. Brückenmäßig was bauen. So, mal hier rausgehen. Landschaften. So. Hilfsmenü anmachen. Jetzt haben wir aktuell. Ah, genau. Wir wollen aber den Radius ändern. Und zwar ein bisschen größer. Wieso kann da nicht angepasst werden? Wir wollen aber flanieren. Das heißt, und das da vom Tor ein bisschen, naja, nicht zu groß machen, ne? Aber auch nicht so wenig. Nicht, dass er jedes Mal einen Gram reinfährt, ne? Unsere intelligenten, schlauen Fahrer. Planier hätten wir auch vorher können, ne? Besten jedenfalls. Na gut, okay, ging gut. So, okay, ändert Modus. Jetzt machen wir Bodentyp. Das heißt Bodentyp, dass wir hier das bisschen so als Straße zeichnen. Und hier machen wir das weg. Das Grün darf bleiben. Das machen wir auch weg. So lange, bis wir das einfallen lassen, hier was da hinkommt. Das kommt dann auch weg. Bisschen drehen. Den anderen Winkel sehen. So machen wir uns wetterunabhängig und wir können einfahren Kurs.
erstmal einen anderen Modus beenden. Irgendeiner ist fertig. Entlassen. So, Zeug fahren zum Hof. Muss mal aufpassen, dass er auch einen Kurs hinkriegt. Weil meistens eben nur einklappen. So, jetzt fahren wir mal Zeug zum Hof. Das hat noch mal geklappt. Der 48er fährt noch. Unsere Freunde, die mähen noch. Richtiges Fahrzeug? Nö. Aber gut, das ist fast getroffen, ne? Fast. Dicht daneben ist auch daneben. Das heißt, wir müssen Kurs einfahren von Feld Nummer 21 und 23. Und das Gras in die Vollkappen werfen können. Mit Auto. Mit Autoplay würde ich immer nicht machen wollen, weil es einfach zu lange dauert mit der Berechnung. Mal ganz vorsichtig ausdrücken. Wir haben schon gut trocken. Aber das ist kein Heu, ne? Das muss man dazu sagen. Ne? Das ist trockenes Gras. Trockenes Gras, was heller ist und was andere ist, wo das Gras noch relativ nass ist, feucht immer so. Und damit das Heu werden sollte oder würde, müsste es mit theoretisch länger Zeit liegen. Da wir aber Regen erwarten, ist das äußerst schlecht für uns. So, das heißt, Abfahrt, Tanken und Karton. Ja. Ja, den Kurs sind wir immer daneben, ne? Das heißt, wir fahren mal ein, wir fahren mal los vom Feld auf die Straße. Hätten wir eigentlich anders fahren müssen oder können oder sollen. Natürlich, über den Hof ist schlecht. Weil immer hier welche Fahrzeuge stehen werden. Gut, dann werden wir nochmal neu machen. Das ist so ungünstig. Weil hier packt Autreis seine Fahrzeuge und das ist dann für uns auf Dauer für einen Kurs, der fahren soll. Schlecht. Also wenn wir eher die Straße nehmen, wo wir hergekommen sind, da geht mal einer raus. Aber gleich der nächste. Das ist ungünstig. Man kann es zwar machen, aber weil ist mir doch zu, wenn wir hier mal den Kurs und löschen. Da ohne die Aufzeichnung. So, jetzt hat schon der nächste da und steht und blockiert mir den anderen. Also das würde man dann dauernd die Meldung kriegen, oh, ein Weg, Blockade, schlimmsten Fall machen wir einen Crash und dann ist es überhaupt nicht gut. So, nochmal anfangen. Beginnen wir hier vorne, fahren wir hier los. Stopp. Löschen. Beginnen wir hier. Das ist ein besser. Dann fahren wir rechts rüber und dann einen kleinen Bogen. Die Straße, KI-Verkehr fährt zum Glück nicht. Dann fahren wir hier mal die Straße hoch. Nach Möglichkeit auf der rechten Seite fahren. Weil wenn wir mit zwei Fahrzeugen fahren, ist es ganz gut, wenn wir entsprechend Platz lassen, zumal auch Autodreif fährt und dann würde es Probleme geben. Jetzt haben wir rechts rüber eine Türe, die Tore aufmachen, ne? Vielleicht fahren wir hier auch zurück, mal sehen. Schauen wir mal. So.
Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Schön, da vorne ist ja noch Diesel liefern, aber kein Problem. Das kriegen wir hin. Diesel kriegen wir hin. Gelten wir auch in Zukunft her, aber erstmal sehen, ob wir Raps kriegen. Raps, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, Raps reicht allein schon aus. So. Wir fahren hier wieder zurück. Wir werden eh nur ein Fahrzeug fahren lassen, ne? Also das müsste eigentlich reichen normalerweise. So viel Heu ist das nicht. Ganz schön eng. Also normalerweise ist das Kreuzen der Wege nicht so ideal, aber wenn es nicht so tragisch ist, können wir noch zur Not mehr einfahren. Schön rechts fahren, weil man kann es auch mit dem Autodrive machen, ne? Also so ist das nicht. Aber genau mit beschäftigen. Aber wir nehmen mal Kursfeld dafür. Geht auch. Wird auch funktionieren. So. Das ist jetzt nicht der Kurs. Feld Nummer 21 zur Heutrocknung. Gleich, haben wir gut geschafft. So. Ja, Überführungskurs. Überführung. Wenn man nicht lang schreiben, weil meistens kein Platz ist. Feld 21. Heu. Aber das reicht schon so. Speichern. Jetzt unbedingt wieder löschen. Name neu. Grasmähen. Und Überführung. Anhängen. Müssen wir mal ein bisschen wegfahren. Ich denke mal, dass es klappen könnte. Könnte. Ja, nicht fahren wir selber. Aber das wollen wir ja gar nicht. Weiterfahren. Macht er nichts? Ach hier, Feldmodus. Feldmodus muss man, also Arbeitsmodus, sonst wird nichts. So. Das sollte jetzt nicht klappen jetzt, also müssen wir bald noch einen zweiten nehmen, ne? Für ein anderes Feld. Feld 23 wäre an sich praktisch, glaube ich. So, Hauptsache die blockieren sich jetzt nicht gegenseitig. Meistens ist es so. Aber der ist fast fertig. Natürlich schade, dass er nicht alles mitnimmt, aber gut. Wenn es viel ist, kann man nacharbeiten. Ansonsten ist es zu verkraften. Der erste, nächste ist fertig. Unsere Lohndienstleistung. Die brauchen halt zum Glück nicht so viel Heu. Ne, der ist noch bei. Ach, hier oben.
lassen, hochklappen, hier hinten umstellen. Lassen wir einmal stehen in der BGH. Den Kurs können wir löschen. Den brauchen wir nicht mehr. Der jedenfalls nicht. Der andere düngt fleißig. Nur dann kann es gut wachsen. Dann kann es beim nächsten Mal ein bisschen mehr gehen. Aber für einen anderen Heu brauchen wir viel. Auch immer nicht. Also Ballen machen. Wie ist das Feld? Mann, so schnell. Ah, das ist der andere, 21. Dann fahren wir mal hier rein, beziehungsweise hier in die Garage, in die Halle. X und nochmal nach vorne auf X, fahren wir zurück. Ich denke mal, mit dem Einkommen mal zurecht, denke ich mal. Oder was meint ihr? Ich meine, zu kommentieren ist zu spät. Muss ich mich jetzt entscheiden. Auch schön voll geworden. Ja, Traktor hätten wir schon noch irgendwo. Ich könnte theoretisch den nehmen, den wir gerade fahren. Und der ist auch stark genug, das ist eine kleine Frage. Dass er auf dem Feld nicht so lange rumscheißt, ne? Gut Deutsch. So sieht es aus, reparaturmäßig. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Und das wieder mähen. Tank. Voll. Fahren wir hier mal rein. Dann können wir unseren anderen nehmen. Schauen wir mal, was unser Kollege macht. Mit dieser hohle Gasse muss er gehen. Aber ich muss schon wieder putzen hier. Schweine machen wieder eine Sauerei. Mal schauen, ob er eben klarkommt. Da Schwein. Das ist gut in einer Arbeit, ne? Kannst du gucken. Ja, hier mal Kontrolle machen, hier sieht das aus. Ja, mit zwei wollen wir lieber sein lassen. Also, der hätte mir ein bisschen schlauer einfahren lassen müssen. Gibt der Bruder ab. Wir werden ein bisschen Diesel kaufen. Leider stellen wir nichts her, aber Gras. Ne, sonst wird das Gras ganz schlecht. Ne? Wo glaube ich ein Lagerzustand ist und nicht ganz so. Oh, 48 ist abgeschlossen. Dann fahren wir mal gleich zum Hof. Hof. Wir machen, wie das hinkriegt. Dann nicht wie was im Wert wird. Machen wir schnell und dann die Kurve, ja, genau. So, jetzt soll es klappen. Kann man die Mission abschließen. Zurück. So, jetzt noch mal schauen. Fahrzeug. Und zwar für einen Diesel. Ich bin ja da auch der Meinung, man soll mal ein cooles nehmen, ne? Also ein, der farblich angepasst ist.
Universaltank. Kann man nehmen. Da reicht uns eine kleine aus. Ja, auch. Sollte aber, wenn es geht. Ja, gut. Zu erkennen sein, dass wir hier diesen reinkommen. Weil ich persönlich bin der Meinung, ist. Na, Gülle nicht. Ist sein Schwarz. Ach, hier. So, kein Schwarz. Gut, das macht nichts. Wir kaufen den. So teuer ist er auch nicht. Oder? Nö. Wir werden eine Tankstelle holen. Suchen unsere Tankstelle und bzw. Fahrzeug. Der ist dafür nicht geeignet. Naja, kann man schon so nehmen. Das ist nicht dafür vorgesehen. Fahren wir hier mal rein. Passt schon so. Jetzt suchen wir mal einen Traktor, der ist ein der andere unterwegs. Okay, das dauert noch ein bisschen. Der grüne ist hinten auf den Dings, ne? Ne, den haben wir nicht mehr, den grünen haben wir nicht mehr. Achso. Ja, das ist ja so. Dann können wir den Traktor nehmen hier von unserer Viehhaltung. Aber auskippen wir noch nicht, wir werden mal sehen, dass wir da erstmal putzen. Also mal sehen, wenn wir unser Heu hinkriegen. Wir brauchen Diesel. Diesel. Der hat sich festgefahren. Den kann man hier nicht stehen lassen. Schlecht. Der arbeitet fleißig. Und dann schauen wir gleich mal festgefahren hin. Das könnte glaube ich der sein, wo wir nicht eingeklappt haben. Da ist er schon. Ja, mit dem kleinen Zaun, ne? Schön gärtner, muss Raps sein, ne? Ja. So, oder Gras. Was das? Ne, da. Unser Raps sogar, siehst du. So. Universaltank. Naja, wenn wir so viele Sachen bauen wollen, ne? Okay. Wir haben so viel Geld. Unser Raps 6? Nö. Quatsch, ja, unser Mais. So, Tankstelle. Wir haben auch noch nie getankt heute. Und hoch ist glaube ich keine mehr. Tankstelle. Auch vorbeigefahren. Hier können wir auch schaffen. Beim Händler. Kann man Händler, ein Thema. Entweder geht nicht oder nicht vorgesehen. Mehr haben wir also kein Kühl fahren. Ja, bloß man rostet aus. Nur ein Rest übrig. Aus der Tankstelle.
Mit der Säge wäre kein Strom, kein Diesel drauf. Die Arbeit mit Strom. Da ist echt angeflogen hier. Leider läuft das schon. Naja, Diesel. Bisschen ungünstig sieht aus, nicht mehr. Naja, Tank fahren sieht besser aus. Macht aber nichts. Also, wenn es ist. Wir können nicht alles haben. So, da bin ich. Wieder einmal voll machen. Da hinten bitte schon, ja. Da hier nicht geht. Oh, Schaden gemacht. Nummer 1. Normalerweise muss es gehen. Laut Anzeige kann er auch gefüllt werden. So, mal gucken. N. Bei mir ist das daran nicht, ne? Ach Mann. Von oben einfüllen. Ja, logisch. Wir brauchen Diesel für... Oh, überfahren. So, wie schon, das soll es für diesen mit den Tanken. Dann noch ein bisschen Diesel, ciao. Man hört uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Danke, ciao.